Moin liebe Tech-Nerds, willkommen back zu einem neuen Video. Heute wollen wir ein neues Projekt starten und zwar wird das ein, ja ich vermute mal so aus drei Parts bestehen. Wir werden einen Streaming-Slash-Renderrechner zusammenbasteln. Manchmal habe ich das Problem, dass meine Spiele, wenn ich streame, extrem laggen. Oder generell der Stream auch. Und ich weiß gar nicht, woher das kommt. Keine Ahnung. Um das Problem zu lösen, habe ich mir vorgenommen, einfach mal einen Streaming-PC zusammenzubauen, über den wir das Signal dann direkt an Twitch bzw. an euch live übertragen, damit ich meine Performance an meinem Rechner für mich wirklich für die Spiele habe. Soweit zur Theorie. Natürlich ist das Ding nicht nur für Streaming da, sondern auch zum Rendern. Denn wenn ich gerade mit dem Schnitt fertig bin und irgendwie die Folge exportieren lasse, dann würde ich wahnsinnig gerne nebenbei entweder weiter zocken, irgendwas anderes machen oder, keine Ahnung, irgendwie weitere Folgen aufnehmen. Da ist es ganz geil, wenn ich das Ganze ein bisschen auslagern kann. Deswegen ist es ein Streaming-Slash-Render-PC, der nebenbei meine Folgen durchrödelt, dass ich dann weiter aufnehmen kann. Das ganze Projekt wird so in drei Parts aufgeteilt. In diesem Video würde ich euch gerne erstmal die Komponenten zeigen und auch erklären, wofür wir welche Komponente überhaupt benutzen. Im zweiten Part zeige ich euch, wie das Ganze zusammengebaut wird, wie welche Komponente miteinander verkabelt wird. Denn beim Streaming-Rechner ist es ein bisschen anders, denn man hat dann noch eine andere Komponente mit drin, die man beim normalen Rechner, sage ich mal, nicht mit drin hat, um das Ganze irgendwie zu capturen von dem anderen Monitor und sowas. Das zeige ich euch dann. Dann sprechen wir auch darüber, worauf man vielleicht achten muss. Das ist nämlich auch immer ganz wichtig. Das dritte Video ist dann im Prinzip einfach nur das Einrichten am Rechner selbst, am System. Also wie muss ich was einstellen, damit das Signal von A nach B kommt und auch den Sound mitzunehmen und all solche Geschichten. Aber da zeige ich euch vielleicht auch nochmal meine OBS-Einstellung, wie ich aufnehme und wie ich auch streame, damit ihr vielleicht auch mal irgendwie so einen Einblick da rein bekommt. Jetzt schauen wir uns allerdings erstmal die Komponenten ganz in Ruhe und im Detail an und ich werde euch auch ein bisschen was erklären dazu, wofür ich was benutze. Vielen, vielen Dank an die Partner, die mich ein bisschen unterstützt haben und etwas gesponsert haben. Ja, vielen Dank. Wir schauen uns jetzt erstmal alles in Ruhe an. Für das Netzteil setzen wir auf ein G750M von Cooler Master. Dies ist ein semi-modulares Netzteil, das bedeutet, es ist ein Strang vormontiert für zum Beispiel Motherboard-Power oder CPU-Power, also Kabel, die man definitiv braucht. Alles andere können wir selbst entscheiden. Die ganzen Komponenten werden in einem Shark Zone C10 Mini ITX Gehäuse untergebracht. Mini ITX ist klein, bietet allerdings trotzdem genug Platz für all die Technik, die wir brauchen. Außerdem finde ich es sehr wichtig, das Gerät ist nicht groß, nimmt nicht viel Platz weg und lässt sich gut verstauen, auch damit man es nicht sofort sieht. Die Grafikeinheit in unserem Rechner wird eine RX 480 mit 8 GB von MSI sein. Für Streaming ist es jetzt nicht sonderlich wichtig, eine powervolle Grafikkarte zu haben, aber fürs Wandeln bzw. Encodieren oder halt fürs Exportieren und Rendern ist es wichtig und dafür bietet sie auf jeden Fall genug Power. Der Prozessor ist das Wichtigste bei einem Streaming-PC. Wir setzen hier auf einen i7-6700K, den wir noch gut übertakten können und somit gute Raten zum Encodieren für den Stream bekommen. Ich teste momentan noch den Kaby Lake-Prozessor, aber wer weiß, vielleicht upgraden wir in der nächsten Zeit auch auf den Kaby Lake. Außerdem werkeln in dem Gerät 32 GB DDR4 Savage RAM von HyperX. Das Mainboard ist das Z270i Gaming Pro Carbon AC von MSI. Bietet eigentlich ziemlich coole Funktionen, wie zum Beispiel Steel Armor, gute Features zum Übertakten für den Prozessor und kann außerdem den RAM handeln auf einer relativ hohen Taktrate. Damit das Signal von unserem Rechner irgendwie auf unseren Streaming-Rechner übertragen werden kann, haben wir von Ava Media eine Live Gamer Portable 2 zur Verfügung gestellt bekommen. Vielen Dank dafür! Normalerweise ist das Gerät wirklich perfekt für unterwegs geeignet, denn ihr könnt direkt auf eine SD-Karte aufzeichnen. Ist natürlich, wenn man irgendwie bei Events eingeladen ist oder sowas, extrem geil, denn ihr setzt eine SD-Karte ein, habt eure Einstellung unterwegs und ihr könnt sogar in 1080p mit 60 FPS aufnehmen. Bei den meisten Events, wo ich immer eingeladen bin, werden dann irgendwie auf Geräte aufgezeichnet, die nur in Anführungszeichen 30 FPS aufnehmen. Ist natürlich in Ordnung, aber ich finde 60 FPS ziemlich geil und würde das ungern wieder missen müssen. Auch das Einrichten mit dem Gerät ist absolut kein Problem. Es ist mit OBS kompatibel, es hat eine eigene Software, je nachdem worauf ihr da Bock habt, da kann man sich relativ easy reinfuchsen. Das ist auch für Einsteiger auf jeden Fall eine gute Karte. Man hat natürlich auch noch Knöpfe zum Umschalten vorne zwischen dem Modi. Wenn ich jetzt zum Beispiel auf die SD-Karte aufzeichnen will, kann ich da einfach durchswitchen oder halt direkt auf den Rechner. Das kann man natürlich selber nach Belieben einstellen. Die Live Gamer Portable 2 encodiert in einem MP4-Format mit einem H.264-Codec. Das heißt, es ist auf jeden Fall eine Komprimierung da, allerdings bei, wenn ich mich nicht ganz täusche und richtig gelesen habe, bei 60 Megabit pro Sekunde und das ist schon eigentlich auf jeden Fall okay. Für schnellen Speicher sorgt eine 240 GB SanDisk SSD und für den ganzen anderen Krams haben wir eine 2 TB vom Western Digital, das ist immer so ein bisschen Platz für Datenmüll. Und damit das Gerät schön kühl bleibt, habe ich hier einen Arctic Freezer 240, allerdings bin ich mir nicht zu 100% sicher, ob der da reinpasst, das werden wir herausfinden. Ja, vielen Dank fürs Einschalten. Ihr habt jetzt gesehen, was alles in den Rechner reinkommt, wofür wir was benutzen. Im nächsten Video werdet ihr dann den Zusammenbau sehen und wenn da Fragen aufkommen sollten, das kann man ja alles in den Kommentaren dann irgendwie klären. Ich würde mich freuen, wenn ihr wieder einschaltet. Bis dahin, euer Max. Ciao.